Das hier ist ein pfeifender Feuerstahl. Glaubst du nicht? Dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er dann, dieser pfeifende Feuerstahl. Und schauen wir uns ganz einfach an. Hier ist ein Feuerstahl eingebaut und zwar eingeklebt. Und zwar so eingeklebt, dass der nicht einfach rausfällt. Ich meine, klar, wenn ich mit einem Stein auf dieses Kunststoffteil hier, dieser Kunststoffteil einschlage oder mit dem Panzer drüber fahre, oder, dann wird es natürlich kaputt. Aber im Alltagsgebrauch bricht das nicht und geht der auch nicht raus. Das ist ein Notfalltool, ja? Für das ist es ja da. Gut, das ist das eine. Das andere, die Pfeife, 108 dB, hast du schon gehört. Und dann hier hinten, da ist da so ein kleiner Clip, da drückst du drauf. Und dann, ja, dann kommt der Schaber raus. Ja? Das ist eine Metallplatte, die hier eingebaut ist, auch in Kunststoff. Hält auch was aus, fällt nicht gleich auseinander. Hallo, 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 liebe Wespe. Hey, auf Wiedersehen. Die mag mich anscheinend. Und du kannst dann über den Feuerstahl hier, den habe ich schon einige Zeit jetzt im Test, also ich habe das Ganze 3 Wochen lang jeden Tag getestet und natürlich arbeitet sich das ab, das ist klar. Aber ich bin mir sicher, dass du mit dem Feuerstahl mehrere Tausend, also 1000 Mal Feuer machen kannst. Aber wer will das? Ich meine, das ist ja ein Notfalltool und das möchte ich auch gleich dazu sagen. Ist nicht dazu gedacht, dass ich sage, okay, ich bin Bushcrafter und will jetzt ein Leben lang mein Feuer damit machen. Für das gibt es das, den letzten Feuerstahl deines Lebens. Das da ist ein Notfalltool, ein EDC. Das kommt in deine Tasche rein und soll dort bleiben. Du musst dann zwar ein bisschen damit üben, dass das funktioniert, so wie mit allen Dingen, aber das ist die Idee. Ganz einfach. Gut. Dann, hier hinten ist das Ganze eingebaut und dieser Schaber, der ist scharf. Der ist wirklich so scharf, man muss am Anfang den schwarzen Teil, das ist wie bei jedem Feuerstahl, einmal runterreiben. Und dann, der ist so scharf, dass er auch, wirkliche Funken gemacht werden können, weil sonst hat die ganze Geschichte einfach keinen Sinn, sonst ist es nutzlos. Ja? Also das ist jetzt der Jungfräuliche, ja, da bin ich jetzt drüber gegangen, so schaut er dann danach aus. Und wenn du es, weiß ich nicht, ich habe da sicher schon, das ist der, den ich jetzt schon länger im Test habe, 200-300 Mal bin ich da jetzt schon drüber gefahren, sicher, ja, hundertprozentig. Ja. Dann arbeitet er sich natürlich ein bisschen ab, das ist ganz klar. So, aber dieser Schaber hier hinten hat noch einen weiteren Aspekt. Der ist so scharfkantig, dass du auch damit Birkenrinde aufrauen kannst, dass du damit Kienspan aufrauen kannst und damit anzünden kannst, dass du Hölzer, weiche, trockene Hölzer aufbereiten kannst und damit anzünden kannst. Das funktioniert alles mit diesem Teil. Wenn dir das interessiert, geh unten auf den Link in meinen Shop, dort kannst du das Teil erwerben, käuflich erwerben, können wir überall hinschicken, gibt keine Probleme damit, gar nichts. Es ist extrem leicht, es ist extrem kompakt. Also es gibt keine Ausrede, wenn ich sage, okay, ich bin in einer Notsituation. Die zwei wichtigsten Komponenten in der Natur heraus, nämlich einerseits, dass ich auf mich aufmerksam machen kann. Ja, das ist mal das eine und das hört man wirklich, diese 108 dB, sehr weit und auch in meinen Ohr höre ich das. Und das zweite, dass man Feuer machen kann, dass du, ja, deine Körpertemperatur aufrechterhalten kannst. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und die zwei Dinge, ja, die werden hier vereinigt. Ja, dann nehmen wir uns gleich einmal ein Stück Kienspan her. Das ist am interessantesten, wie ich meine, weil Birkenrinde oder irgendwelche Taschentücher oder solche Geschichten anzuzünden, das ist ja einfach. Aber hier, das ist wirkliches Holz. Das ist echtes, hartes Holz. Und ein Teil von diesem Striker, der ist total angeschliffen, der ist schön, schön scharf, das merkst du auch, und der andere nicht so stark. Der da ist, das ist jetzt diese Seite hier. So, wenn du ihn kaufst, wie gesagt, Link zu meinem Shop findest du hier unten, dann wirst du merken, eine Seite ist extrem scharf. Und da kann man so richtig schön... Ich hoffe, du kannst das da jetzt gut sehen, richtig schöne Späne runterziehen. Ja? Ich habe sie da jetzt oben drauf. Und auch hier wieder durch das Hin- und Herschieben, durch diese scharfe Kante, kannst du den Zunder aufbereiten. Das geht mit Birkenrinde genauso gut, aber hier jetzt eben mit dem Kienspan, einfach eine tolle Sache. Wenn du jetzt, das ist, ich meine, wie gesagt, es ist ein Notfalltool, es ist nicht dafür gedacht, dass ich jetzt sage, ich mache damit ab jetzt immer Feuer nur mit dem hier, dass du das üben sollst, ist keine Frage, aber wie gesagt, ich sag's noch einmal, das ist nicht der letzte Feuerstahl deines Lebens, das ist kein Light My Fire, der halt dementsprechend, das ist nicht die Idee dahinter, sondern damit wird geübt, damit wird ganz einfach gemacht einmal, damit man eine Idee hat, wie es funktioniert, und dann kommt es in den Rucksack oder in den EDC-Pouch oder was auch immer du hast, und dann
wird es nur dann eben verwendet, wenn man es wirklich braucht. Und wie gesagt, da kann ich Taschentücher anzünden, ich kann Watte und Vaseline anzünden, Kinnspan, Birkenrinde, Gras, weil die Funken, ja, die Funken dementsprechend auch Energie abgeben, ja, dass das Ganze auch Sinn macht. Ja. Ja, das war die kleine Vorstellung von diesem Notfalltool. Es ist klein, es ist leicht, es ist kompakt, es gehört in ein Erste-Hilfe-Set dazu, es gehört in ein Survival-Kit dazu, in den Rucksack ganz einfach. Du hast hier zwei Komponenten, die ganz entscheidend sind, nämlich du kannst Hilfe holen mit diesem Pfeiferl hier. Ist wirklich sehr laut, sehr fett. Und auf der anderen Seite kannst du den Killer Nummer 1 in der Natur, und das ist die Kälte, denn die knockt dich, wenn es kalt ist, innerhalb weniger Stunden aus, in den Griff kriegen. Ein bisschen geübt musst haben, das ist klar. Aber dann geht das. Es gibt keine Ausrede. Leicht, klein, kompakt, auch ja, zu einem vernünftigen, erschwinglichen Preis. Link zum, in meinen Shop findest du unten. Schaust dir ganz einfach an. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Ja, was hältst du von diesem Teil? Erzähl uns da ein bisschen was dazu. Ja, hier, so schaut's aus. Ja, ich sag danke. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Deiner Rainer Rossmann. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Bis bald. Ciao.